kleiner Ruben so. Jo Leute und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, in der heutigen Folge hatten wir auf jeden Fall einen richtig lächerlichen Scammer, den wir einfach mal zurückgescammt haben. Und der ist hier direkt ausgerastet, so er hat mich direkt richtig heftig beleidigt und so. Mit dabei war heute die gute alte Katze. Und ihr könnt natürlich auch wieder was gewinnen. Eine 82er Noctono steht hier heute auf dem Speiseplan. Und wenn ihr die haben wollt, dann wäre es mega korrekt von euch, wenn ihr einfach mal ein Abo und ein Like da lassen könntet. Und ansonsten würde ich auch sagen, ich spanne euch gar nicht mal länger auf die Folter. Es geht schon los mit der Folge. Let's go. Ja, was bietest du für 200 Maler an? Also... Was? Keine Ahnung. Sagen. Hast du Schattensplitter? Nee, hab ich nur gesagt. Gar nichts? Nee. Hast du Brightcore oder Sonnen? Brightcore hab ich nur eins. Und Sonnenstrahl? Sonnenstrahl brauch ich auch. Also ich brauch nur eins, deswegen. Achso. Für meinen Freund brauch ich nicht so schnell. Brauch ich doch einen Sonnenstrahl, deswegen. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, ja, dann einfach Waffen halt. Was für Waffen würdest du so geben? Also ich könnte dir eine Totengräber 130 geben und eine Phantom 130 und Vielfachwerfer 130. Die bräuchte ich nicht, die Waffen. Sind die voll? Also ja, voll Edge Sets. Auch voll Haltbarkeit? Ja, klar. Habe ich neu gecraftet. Und die drei für die 200 ja. Maler. Genau. Ja, das könnte man doch machen. Hast du schon eine Anfrage geschickt? Habe ich die schon angenommen? Ja, du hast schon angenommen, glaube ich. Oh, mein Freund hat mir gerade geschrieben. Ne, der braucht doch nicht, Malachi. Habt ihr vielleicht eine 130er Nocturno? Ich habe eine 82er oder. Nee, ich habe auch 130er. Okay. Ja. Ja. Also die würde ich halt nur ungern traden, aber 82er ja, kann ich dir geben. 82, warte, ist die voll Legisets und voll Haltbarkeit? Die sind nicht voll Legisets, aber komplett voll. Ich hätte zwei Stück. Okay. Würdest du die dann auch gegen Vierfachwerfer 130 voll Legisets meine Haltbarkeit und brauch ich nicht. Phantom 130. Brauch ich auch nicht, habe ich beides als Skizze. Eine Totenkleber 130. Habe ich alles als Skizze, brauche ich alles nicht. Was brauchst du denn? Entweder Material oder halt andere Waffen oder so. Ja, kann ich dir geben, was brauchst du Material? Ja, Protein-Kristall, Ego-Kristall, Spektrum. Die sind alle geduped. Obsidian, also, Schatten bräuchte ich oder Maler? Schatten habe ich selber nicht. Malachit könnte ich dir geben. Ja, Mala könnte ich gebrauchen. Wie viel brauchst du denn? Katze, wirf die mal wieder raus. Bitte. Was brauchst du denn? Weiß nicht, was würdest du mir anbieten für 2,82er? Würdest du gegen 1 Stack machen? Ja, würde ich machen. Okay, kannst du brauchen, ich dir bitte? Ja. Willst du auch atmen? Ja, brauchst du jetzt nicht. Okay. Also könnte ich auch Baurechte bekommen. Kannst du bauen? Wie soll ich das machen? Weiß ich nicht. Sag an. Keine Ahnung. Du musst gucken, Alvin. Glaubst du dann first, weil ich mach dann den Bauplan in die Hand und so. Okay. Du hattest doch zwei, oder? Was? Du hattest zwei, aber Katze, bearbeite die Wand. Ja. Also. Es waren zwei. Richtig? Ja. Es waren zwei. Entschuldigung. Das war nicht beabsichtigt. Okay. Welche Haltbarkeit sind die? Beide voll. Okay, mach's auf. Scammer wurde gescannt, Alter. Es war nur ein Malachit. Ich hab Alpha und Echse nur ein. Ja, ja. Wo
wusste, dass er mich scammt. Ja, wahrscheinlich, Alter, du bist so ein Scammer, ne? Was juckt dich denn Maler Sheet, Alter? Ich Ja, ich weiß, also ein Maler juckt dich bestimmt nicht, aber du kannst deinen Account jetzt verkaufen gehen. Willkommen auf YouTube. Egal, was willst du von mir? Ich wusste, dass du mich scammt. Das war einfach nur ein Test, Alter. Wahrscheinlich war das ein Test. Ja, er wollte uns gerade scammen. Der coole Mädchen. Der Typ. Ja, ich wollte dich scammen. Ja, wahrscheinlich. Hey, was hat er denn gemacht? Ja, er hat nur einen Maler gedroppt. Er hat gesagt, er ist dropped Stack. Wie könnt ihr das denn? Hey, was ist das? Digga, warum kannst du durch den Boden Sachen von mir aufheben? Wer weiß, wer weiß. Digga, willst du mich jetzt verarschen? Digga, Digga. Was machst du da? Bist du dich unter die Karte oder was? Also, wer ist weiß. Der coole Mädchen scannt. Angeblich scamme ich, weil ich sie erstmal testen wollte. Ja, du wolltest uns wahrscheinlich nur testen. Ja, genau, ich wollte erstmal gucken, was passiert. Ja, okay, dann tradet doch jetzt direkt fair, dann seht ihr, damit wir... Ja, wahrscheinlich glaube ich dich auch noch. Wie heißt du noch auf YouTube? Nico. Schick mal den Link. Gib einfach Nico ein. Ja, gib wirklich Nico ein, den findest du direkt. Digga, das ist eine komplett andere Stimme, du bist so ein... Wo ist das denn eine andere Alles klar, Junge. Junge, du hast so verkackt, ne? Digga. Also, wenn du jetzt mit ihm fair tradest, dann mache ich auf korrekt, dann gebe ich doch dein, dann schenke ich dir noch eine Black Scar. Junge, das bist du nicht, Digga, du hast eine viel tiefere Stimme da. Ja, okay, du siehst es ja später. Es ist doch alles okay. Du siehst es doch später. Wenn ich... Junge, denkst du, Erze, ich vertraue dir jetzt noch? Junge, ich würde ja fair traden, aber du. Warum? Ja, wahrscheinlich wird sie jetzt noch fair traden. Digga, außerdem bist du Necker, Digga. Glitsch unter die Karte. Ja, wahrscheinlich bin ich Hacker, wenn ich unter die Karte glitsche. Bist du ein Hacker? So, wie bist du denn unter die Karte gekommen? Ja, das wirst du gerne, ne? Ja, guck, Digga. Das wirst du gerne. Guck, was wären, wenn ich jetzt mehr gehabt hätte, ne? Dann hättest du auch aufgehoben, hättest du gesagt, ja, Scammer wurde gescannt. Nein, hätte ich nicht. Hättest du 200 gedroppt, hätte ich euch traden lassen. Ganz normal. Ja, genau, deswegen hast du auch nicht mal nachgeguckt. Ist unter mir. Natürlich! Gekommen. Guck mal, Alter. Ich kann sehen, wie viel das ist hier durch, du Pflaume. Was? Ich kann hier drunter sehen, wie viel du droppst. Warte, mach mal mit der Bildschirmübertragung. Geh dann mal auf deinen Kanal. Zeig mir, dass du alles bearbeiten kannst. Okay? Ja, wahrscheinlich willst du noch Passwort dazu haben. Okay. Willst du noch Passwort dazu haben? Willst du noch einen Kaffee? Also ich muss dir gar nichts beweisen, du siehst es ja heute Abend. Alter, was beleidigst du denn direkt? Ja. Ist dir noch gut? Kleiner Okay, ist in Ordnung. Was hast du gegen den Beruf meiner Mutter? Macht halt andere Männer glücklich. Freu dich doch. Ja, wie gesagt, du hast die Möglichkeit, wenn du normal fair tradest. Digga, ich vertraue dir nicht mehr, wenn du unter die Map hockst und alle meine Waffen, hinter alle meine Waffen abziehst, Junge. Ich vertraue dir da nicht mehr. Ja, okay. Zählt jetzt nicht, Digga. Ja, warte, ich komm hoch, okay? Hier, Carlo, guck, ich bin oben. Digga. Versuch hier so lange reinzukommen, wie du willst, du kommst nicht rein. Digga, wie kommst du bitte schon rein da? Das sag ich dir nicht. Kleiner Hacker. Alter. So, also, ich bin oben. Geh mal rein, geh mal wieder rein. Ich dreh mich da um. Nein, ich kann da nicht rein. Wie bist du denn vorhin reingekommen? Ja, mein Vater hat bei Epic Games, weißt du? Spiegel weg. Also, ihr könnt jetzt noch fair traden. Ich gebe euch noch die Chance. Ich bin sogar extra hochgekommen. Erstens, du bist der YouTuber. Ich kenn dich, hör doch deine Stimme. Ja, dann schalt einfach. Kind, dass mich das juckt, dann schalt einfach heute Abend ein. Also, entscheid jetzt. Sag ja oder nein. Weißt du ja nicht, wie es ausgelaufen wäre. Kannst du ja auch nicht sagen. Ja, ich hab nur gesehen, dass du uns scammen wolltest. Du kannst nicht mal sagen, dass. Ja, woher willst du es wissen? Wir haben das Richtige gedroppt, du nicht. Daran kann ich es erkennen. Du meinst, du scammst. Nein! Das hat nicht. Hier, ich geb dir einen 130er Totengräber, gib dann so eine 1er Sturmgewehr. Hat nichts mit Scammen zu tun, okay. Auf deinem Niveau, Alter. Warum ist das auf meinem Niveau? Warum greifst du jetzt mich an? Habt ihr doch gar nichts getan! Verlassen. Du bist mit deinem Freund zusammen, also ihr kleines Scammer, sagt der Scammer. Hallo, bin ich schwul? Ich bin nicht mit ihm zusammen. Das ist eine Lüge. Jetzt will er ja auch noch diskriminiert werden, ne? Ich glaube, es sagt. So eine
130er Totengräber? Nee, die will keiner haben, die ist komplett wertlos. Willst du noch Zorno? Hab ich Skizze. 130er? Ne, brauch ich auch nicht, hat eh ein Cap. Was brauchst du denn? Sag mir irgendwas. Immer noch Malachit. Dann soll ich dir Malachit geben, Digga, du kannst meinen Arsch doch lutschen, Alter. Ja, okay, Waffen, weiß ich. Hast du eine Waffe zum Beispiel? Digga, dann kannst du, selbst wenn, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich scammen will, ja? Dann würdest du auch scammen, weil du meine Waffen und meine Sachen genommen hast. Okay, also ein Polizist, der jemanden. Ein Polizist, der einen Entführer zum Beispiel jetzt festnimmt, der wird dann auch zum Entführer. Hallo? Wir haben hier mal wieder eine Intelligenzbestie am Start gehabt. Intelligenzverweigerung auf allerhöchstem Niveau. So Leute, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe natürlich wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr wirklich sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Und ansonsten würde ich einfach mal nochmal sagen, danke an Katze für die Hilfe hierbei. Und lasst euch nicht scammen, Leute. Und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.